Herzlich willkommen zum ersten Aufstiegsmatchball der Fortuna. Wir spielen das drittletzte Saisonspiel vor die Partie wie Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, und aufgrund des großartigen 13-0-Erfolgs letztes Wochenende gegen Ingolstadt hat die Fortuna nun am morgigen Samstag den Matchball und kann mit einem Sieg in Dresden direkt aufsteigen. Schauen wir doch mal, ob mir das auch gelingt, wie man hier an der Startelf erkennen kann. Von EA natürlich aufgrund des 3-0s ordentlich hochgesteigert. Spiele ich mit der gleichen Elf wie gegen Ingolstadt. Das hatte Funkel im Übrigen auch schon ein bisschen angedeutet, dass dies wohl erstmals diese Saison der Fall sein könnte. Also, lassen wir uns da überraschen. Vorher noch ein bisschen warm schießen. Mit Usami. Tja, das war nichts. Das auch nicht. Das sind aber auch Winkel hier. Und das Hütchen noch getroffen. Nein. Da bin ich abgerutscht. Ehrlich. Ganz ehrlich, ich bin abgerutscht. Da nicht. Ich habe noch nie so viel mit Usami geschossen. Das merkt man dann schon, ne? Auch nicht. Schade. Konnte man ja mal probieren, ne? Ja, zu weit. Und ein letzter. Tja, das geht alles besser. Egal. Gehen wir doch in die Partie hinein. Dynamo Dresden hat letztes Wochenende auch seit, ich glaube, einer längeren Durststrecke mal wieder gewonnen. Muss allerdings immer noch punkten für den Klassenerhalt. Hat aber vielleicht nicht mehr so den ganz großen Druck. Insgesamt kein Gegner, der Fortuna gut liegt in den letzten Jahren. Obwohl ich mich daran erinnern kann, dass wir letzte Saison eigentlich unsägliche Chancen in Dresden hatten und eigentlich hätten gewinnen müssen. Und Dresden im Grunde mit der einzigen Chance durch Kutschke damals zum Ausgleich kam. Naja, und da sehen wir werden sehen, was das morgen gibt. Die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Marco Hartmann, der Kapitän von Dresden, ist morgen allerdings gesperrt. Das wird leider bei EA nie in diesen Startelfs berücksichtigt, denn der ist also morgen nicht dabei. Möglicherweise, hofft man natürlich so ein bisschen aus Düsseldorfer Sicht, wird ja ein gewisser Lumpi Lamberts im Kader bei Dresden dafür auftauchen. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Ja, schauen wir mal. Lukas Schmitz ist im Übrigen zurück nach seinem Fußbruch. Ist wohl erstmals wieder im Kader, darum auch bei mir dabei. Rensing ja schon seit 2 Spielen wieder auf der Bank. Ja, ein paar Teamkreise vom Anpfiff. So sei es. Wer ist der Schiedsrichter? Schiedsrichter heute ist Heiner Schnitti. Heiner Schnitti. Ja. Was soll man da sagen, nicht? Guter Typ. So, also auf geht's. Vielleicht die letzten 90 Minuten. 90
naja, FIFA-Minuten als Zweitligist. Wir werden sehen. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das war nicht so. Sehr guter Einsatz. Kone. Flanke jetzt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Hennings. Wird's jetzt gefährlich? Der Fixe schauerte. Da kann er ihn stoppen. Lässt sich so nicht aufhalten. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Ja, allerdings mit einer schlechten Flanke. Heise. Mist. Benatelli. Jetzt wird's gefährlich. Kone. Oh. Und jetzt die Chance. Und der Ball geht nicht. Das war rein. Knapp. Ach, aber was für eine Szene. Und mit tatsächlich relativ wenig Zugriff von mir. Na, seht ihr eins dieser Teams, was drauf geht? Nein, seht ihr nicht. Gieselmann. Botzek. Das war schlecht. Wir sehen also hier schon die Nervosität bei den Fortunen vor dem großen Ziel. Sie ist erkennbar. Botzek. Sie ist erkennbar. Gieselmann. Das könnte die Chance werden. Sie bekommen den Einwurf. Sobotka. So, was machen Sie draus? Jetzt der Schuss! Tja, das machen Sie. Das 1:0. In dieser Partie. Da muss man aber auch sagen, da ging die Gasse einfach auf in der Mitte. Ich will nicht jetzt sagen, dass das zu einfach war, aber doch sehr schlecht verteidigt. Hier, ne? So, und auf einmal war alles frei. Schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten ist. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Marcel Sobotka, der Dosenöffner. Tatsächlich auch erster Torschütze dieser Saison bei der Fortuna. So gesehen nur gerecht, beziehungsweise der Kreis würde sich schließen. Wenn er auch das erste Tor im Finale der Saison sozusagen schießt. Ja, da ist aber keiner richtig frei, leider. Gieselmann. Ja, setzt gut den Körper ein. Botzek. Das könnte gefährlich werden. Da kommt die Hereingabe. Da geht sie auch schon wieder raus. Oh, naja, in meine Ecke. Es gibt Ecke. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Ein schönes Tor, er nutzt den Platz aus und kann den Schuss super platzieren. Das kann er wohl. Dit kann er wohl. Jetzt die Ecke. Genki Haraguchi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Guter Ball nach draußen. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Sobotka. Ah, schlecht. Na gut. Schauerte. Da ist die Hereingabe. Hand. Es gibt Ecke. Das. Elva, oh, was für eine unsäglich hässliche Frisur. Hat er die auch in echt? Ich kenne den Torwart nicht so. Also wenn ja, dann tut's mir leid.
Die Ecke kommt rein. Und sie geht auch wieder raus, ja. Baumut, der Alte. Das war ein Einwurf, aber war knapp. Wäre sonst fast eine Ecke gewesen. Ja, würde vielleicht... Gieselmann. Das war schlecht. Der Ball ist weg. Ich hatte aber auch 5 Gedanken auf einmal hier. Nee. Ballas. Wird das eine Torchance? Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gutes Tackling. Botzek. Schade. Denn das wäre ein toller Pass geworden. Raphael Wolf. Nein! Kone. Da kommt er nicht. Ich wollte. Ich wollte nicht zu Bormut passen. Scheiße. Oh Gott. Beinahe hier. Und das ist ja wirklich Hennings. Genau mein Fehler geworden. Die Defensive steht. Schade. Kone. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt die Flanke. Da kommt er raus und hält den Ball. Ganz schwacher Pass. Ball. Achso, da war der Platz zu Ende, wa? Nicht so schlau. Berko. Da setzt er sich gut durch. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das macht er gut. Nein. Den holt er sich. Bisschen hektisch hier. Klasse Tackling. Da kommt er an den Ball. Sobotka. Botzek. Botzek. Sie kommen jetzt über außen. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Kone. Jetzt müssen Sie aufpassen. Gieselmann. Haraguchi. Kone. Und da ist der Ball wieder weg. Ach mein Gott. Aber auch Fehlpässe hier. Klasse Zuspiel. Jetzt vielleicht. So, Spannung ja. Drin. Ein Fehlpass zu viel. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und mit diesem Treffer haben sie den Ausgleich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Sobotka. Das könnte die Chance werden. Botzek. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Haraguchi. Sehr gut aufgepasst. Wichtig. Er holt den Ball. Schade, immer wenn so gute Defensivmanöver leider nicht den Ball bringen. Einwurf jetzt. Einwurf jetzt. Da kommt die Hereingabe.
wäre jetzt Platz. Sauber vom Ball getrennt hier. Ballverlust. Und viel besser durchaus auf beiden Seiten. Ne? Weiter geht es mit einem Einwurf. Und jetzt die Chance. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Abseits. Okay. Boah, ja. Also. Ich habe schon Schiris gesehen, die haben das laufen lassen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das könnte gefährlich werden. Botzek. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. So, die Führung. Ja, und so spielt man das. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht. Klasse. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Also Fortuna wieder auf Bundesliga-Kurs. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Berko. Kone. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ganz energisch. Da kann er ihn stoppen. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Schussversuch. Ah. Ja, gut gemacht, der wäre fast drin gewesen. Schade. Botzek. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Da kommt der Pass. Benatelli. Heise. Kone. Botzek. Hennings. Schade. Ja, knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist zu viele Fehlpässe, würde ich sagen. Runde alles offen. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Fand ich auch. Ja, Passquote 86%, mehr Ballbesitz. Ja, trotzdem, da waren, zumindest vom Gegentor, war ein fieser Fehlpass dabei, der so nicht hätte sein sollen. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Jetzt müssen sie aufpassen. Kone. Das war einfach. Und er hat den Ball. Haraguchi. Es gibt hier Einwurf.
Kahn Eihahn. Schauerte. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Schade. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Botzek. Haraguchi. Schiri. Kone. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das macht er gut. Sobotka. Und da ist der Ball wieder weg. Ja. Foul, schwierig. Dreckeliges Foul. Dreckelig, möchte ich sagen. Zurecht. Absolut zurecht. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Eigentlich keine schlechte Position. Ich war ja irgendwann mal gut in Freistößen bei FIFA, aber irgendwie habe ich das verloren. Vielleicht haben sie es auch geändert. Oder ich bin schlechter geworden, man weiß es nicht. Trotzdem versuchen wir es. Da geht die Mauer noch ein Stück vor. Und geblockt, der Ball von der Mauer. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. So gut wäre er auch nicht gekommen. Jetzt der Eckball. Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Berko. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Jetzt wird's gefährlich. Da gewinnt er den Zweiten. Nee, schaut er. Toller Pass, gute Aktion. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ah, das war eine schlechte Situation. Oh, etwas zu steil, was? Haraguchi. Nein. Zwei Ach, Gedanken wieder auf einmal. Gemacht. Da wollte ich ihn austricksen, aber ja. Schlecht. Einfach schlecht gemacht. Benatelli. Abspiel war nicht gut. Der Ball. Ich kann sagen, da war ich nicht mehr dran. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Sobotka. Botzek. Klasse Zuspiel. Es gibt den Eckball und eine gute. Aber das war nochmal ein Traumpass. Und ich möchte betonen, komplett ohne Hilfen frei habe ich ihn genau in die Lücke gespielt, in die er auch sollte. Und ja, schade. Jetzt kommt die Ecke. Oh, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Der Kopfball geht ins Aus. Haraguchi. Klasse Aktion. Botzek. Schade. Kahn Eihahn. Schauerte. Ah, da habe ich gedacht, der Neuhaus startet durch. Ja, falsch gedacht.
Mist! Im Braten gerochen. Aber den Ball nicht gekriegt. Kone. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Abseits. Gut gesehen, das war abseits. Botzek. Wird das eine Torchance? Schade. Benatelli. Berko. Tolles Zuspiel. Jetzt vielleicht. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Jetzt will er mit nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Ja, eine Option ist bei mir auch am Mann. Für die Konter, das gebe ich zu. Schauerte. Klasse Aktion. Schade. Wie gesagt, ich finde nach wie vor, dass die Spieler, die computergesteuerten Spieler bei FIFA 18 Steilpässe zu leicht abfangen, während sie reguläre Pässe kaum abfangen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das finde ich ist eine Schwäche des Systems. Da, ne? Wieder. Und jetzt die Chance. So, was zum Henker. Und direkt zurückgespielt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jetzt vielleicht. Nee, nein. Den Ball trifft er nicht so gut. Ach, mit Osami bin ich nicht glücklich. Also, ich denke, da kommt gleich positionsgetreu Benito Raman. Wird's jetzt gefährlich? Defensiv machen sie es gut. Gieselmann. Hennings. Acht hinten. Kurzer Blick zu. Ich bin heute so sorglos in meinen Dribblings irgendwie. Schon wieder Osami, den Ball nicht kontrolliert. Er spielte zurück, guter Doppelpass. Berko. Benatelli. Das könnte gefährlich werden. Ach so, Wodka. Berko. Ganz einfach an den Ball gekommen. Muss erst der Schauerte alles regeln. Da ist jetzt Platz. Ganz energisch. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Gefährlich jetzt. Und das gibt Eckball. Das gibt den Wechsel Benito Raman gegen Osami. Dritter Wechsel schon mal Dresden. Es läuft gut. Sie liegen vorne. Damit das auch so bleibt, kommt jetzt ein frischer Spieler. Klar, dass den Fans hier einige Situationen zu lange dauern. Ja, aber das ist doch normal, Wolf. Die wollen das Ding einfach nach Hause bringen. Auch wenn das für die Heimfans nicht wirklich schön ist. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen?
In die Ecke kommt. So, Situation bereinigt. Da trennt er ihn vom Ball. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Botzek. Gute Aktion. Die Defensive steht. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste. Oh, was für eine Kerze. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Feier. Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. Jetzt sollen es also die langen Bälle in den Strafraum bringen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie damit Erfolg haben. Woher die beiden Jungs das immer wissen, dass der Trainer das denen jetzt gesagt hat. Und schon wieder so ein Steilpass, der einfach abgefangen wird. Das. Nichts war das. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich drauf an. Keine. Der war nicht draußen. War das. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Rahman. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Immer noch gefährlich. Und er schießt. Tja. Die hat er einfach nicht. Ohne Worte. Scheiße. Da fehlt einfach die Konzentration. Na, wechseln wir mal. Ergebnissicherung. Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Guter Pass, so machen Sie das Spiel breit. Hereingabe. Da kann erklären, und auf der Fortuna Bank werden so langsam die Shirts angezogen. Harvard Nielsen. Gieselmann. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Harvard Nielsen. Klasse! Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt die Chance. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Da passt er auf. Rahman. Harvard Nielsen. Schöner Pass. Jetzt der Schuss. Und Adam Wozzeck macht den Deckel auf den Aufstieg. Auf jeden Fall setzen sie hier noch eins drauf. Das war's. Fortuna kehrt, zumindest bei mir, in die Bundesliga zurück. Hier nochmal dieser Treffer. Der bärtige Adam. Noch ein letzter Wechsel sozusagen, um noch mehr Zeit von der Uhr zu nehmen. Und das völlig zu Recht, er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. 3-1 heißt es also jetzt. Tja, und wie angekündigt, der Aufstieg der Fortuna ist hiermit. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, sicher. Ordentliche Leistung, verdienter Sieg, weiter geht's.
Gut, das hat FIFA jetzt nicht berücksichtigt. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Na, gibt's noch Höhepunkte? Doch, ja. So, was machen Sie draus? Jetzt der Schuss! Das zentrale Mittelfeld hat's heute gemacht, ne? Neuers und Bozek. Klasse Zuspiel. Jetzt vielleicht. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Ja, stimmt, das war das Foul an Neuhaus. Stimmt, die Chance war noch ganz gut. Und das war meine gute Konterchance von Haraguchi. Die würde ich gerne nochmal sehen. Naja, können wir uns gleich ja nochmal angucken. Und hier das entscheidende 3-1. Jetzt der Schuss! Aber erstmal das 1-0. Also da nochmal. Kurios, wie auf einmal alles frei wurde in der Mitte. Jetzt der Schuss. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. So wünschen wir uns das, ganz genau. Das war jetzt mehr so Standard, aber auch gut gespielt. Ne? Gasser war da und der Abschluss auch. So, die Führung. Herr Wolf, jetzt. So, nee, den Fehlschuss von Neuhaus. Welcher war das? War das der Weitschuss? Ah, ja, ja, der war eigentlich auch schön, ne? Schussversuch! Das war gut gemacht, der wäre fast drin gewesen. Hätte der Torwart aber vermutlich gehabt. Und dann noch der Konter mit Haraguchi. Gute Ballführung, und das will er jetzt alleine machen. Immer noch gefährlich. Und er schießt! Steht der Ball in der Luft. Ja, und dann am Ende schön Bozeks Tor. Sich dann eiskalt ausgekontert, als Dynamo aufgemacht hat. Ja, also. In der virtuellen Welt ist angeführt von einem starken Adam Bozek die Fortuna in die Bundesliga aufgestiegen. Und mit dem gleichen Ergebnis wäre dies auch morgen in der Realität der Fall. Ich drücke natürlich die Daumen und wir werden sehen, ob es der Vertrieb dieses Wochenende gelingt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.